So, Mahlzeit, der Bekloppte ist wieder da. Herzlich willkommen zu dieser Bauchhier-Auf-Sendung, in der ich gerade die Gelegenheit nutzen möchte, was ganz Bestimmtes zu erzählen. Und zwar, wie ich es geschafft habe, mit Titos Tod umzugehen. Und dieses Video ist explizit gerade für die Sue. Danke für die Anregung und das Einleiten dieses Videos. Und das ist für mich ein sehr emotionales Thema. Und ich habe mir gedacht, oder es fühlte sich einfach richtig an, die Antwort, die ich gerade einfach der Sue geben wollte, hier mal kurz als Video. Oder vielleicht gar nicht so kurz. So kurz ich es hinbekomme, dieses Thema abzuhandeln, weil ich glaube, dass Sue und ich da gerade nicht die einzigen sind, die mit einem solchen Problem zu tun haben. Mit dem Ableben eines geliebten Wesens. Oder sonstigem Verlust. Funktionieren nämlich letztendlich auch mit materiellen Dingen, die man verloren hat und sehr vermisst. Ja, so, also als man mir auf Mallorca mein MacBook geklaut hat, da habe ich ja schon so. Aber da war das halt auch. Ne? Nach einer halben Stunde habe ich das dann auf einmal auf jeden Fall gefressen gekriegt. Sodass mich das dann nicht noch zusätzlich belastet hat. Beim Tito war das nicht so einfach und auch nicht so schnell. Da war das in weitaus länger als einer halben Stunde. Beim Tito war das so, dass ich 9 Monate gebraucht habe, um überhaupt von dem reden zu können, ohne dabei anzufangen zu heulen. Und kleiner Side-Fact, ich habe vorgestern noch mal laut ausgesprochen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich das Weinen nie verlernt habe. Oh, ist das ein gutes Tool? Mache ich gerne noch mal ein eigenes Video zu, aber sehr wichtig, das zu können. Schlimm, wenn man das verlernt hat. Und ich habe viel geweint, was den Tito anging. Und ich erzähle das einfach mal gerade ein bisschen ausführlicher, warum das überhaupt für mich so ein riesiges Problem war, nachdem ich 12 Jahre mit diesem Hund Seite an Seite verbracht habe und damit einen Kumpel an meiner Seite, der, wie ich so intensiv, noch nie irgendein Lebewesen um mich herum gehabt habe. Ich habe zu dem Tito eine engere Bindung als zu irgendjemand anderem. Und das fing ja schon damit an, dass der Tito auf sehr komische Art und Weise überhaupt erst zu mir gekommen ist. Der war ja auch ganz, ganz lange gar nicht mein Hündchen, sondern das meiner Ex. Und ich habe nur auf ihn aufgepasst, bis dann irgendwann klar wurde, doch, das ist irgendwie doch dein Hündchen. Der ist schon hier, weil der dich begleitet, offensichtlich. Und wie gesagt, der Tito war mir 12 Jahre lang ein sehr guter Lehrer. Wir haben beide sehr viel miteinander und voneinander gelernt. Und ich war eigentlich immer sehr dankbar, eigentlich, weil mir vor allen Dingen nach seinem Ableben erstmal ganz heftig bewusst wurde, wie undankbar ich mitunter doch war und das bitterböse bereut habe. Na, was würde ich mir wünschen, dass er mir noch mal einen Tag mit seiner Scheißklefferei auf den Sack gehen kann und seine
Kackspielchen mit mir treiben kann, wo ich Wochen bis Monate brauche, um es zu checken, dass dieser Hund gerade sich eine Strategie ausgedacht hat, mit der er mich an der Nase rumführt. Und solche Sachen. Aber dann hätte ich ihn auch noch mal einen Tag, wo ich ihn knuddeln kann. Aber ich habe was anderes gefunden, das fast gleichwertig ist. Und so sehr ich den Tito auch immer noch zwischendurch vermisse, in seiner physischen Form, habe ich nichts von Tito verloren. Ich habe immer gesagt, die Aktion mit der Bäckerfinker hat mich alles gekostet, weil ich auch alles gesetzt habe. Mein Zuhause, alles andere, ich habe alle Pläne stehen und liegen lassen. Eine Woche vorher war noch in Planung, die Serenity in ein Boot zu verwandeln, sprich es irgendwie zu tauschen, auf jeden Fall quasi von der Serenity auf ein Boot zu ziehen und meine Weltreise anzugehen. Darüber haben Tito und ich in der Woche davor gequatscht. Und dann kam auf einmal diese Option und dann habe ich die genutzt und ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Und ich habe alles verloren, was ich gesetzt habe. Ich habe tatsächlich sehr viel auch gewonnen. Aber dazu musste erst mal eine Weile vergehen, bis ich das sehen konnte. Aber dazu mache ich demnächst auch noch ein eigenes Video. Warum ich das erzähle, ist, dass das höchste, das größte Opfer, das ich bei dieser Aktion gelassen habe, der Tito war. Denn mit der Bäckerfinker fing das an, dass es dem Tito immer schlechter ging, dass er immer schwächer wurde, dass er langsamer wurde, dass er empfindlicher wurde, dass er sich mehr zurückgezogen hat. Vor allen Dingen auch von mir zurückgezogen hat, weil der das dann nämlich konnte, weil der da ordentlich Platz hatte und der Tito eins in seinem Leben gehasst hat wie die Pest. Damit konnte ich den jagen und das war Haare schneiden. Das fand er so scheiße und er hat schon auch selber mitbekommen, wann da wieder Zeit zu ist, wenn das Fell wieder länger wird. Und dann hat der Tito das sehr gut in der Gruppe geschafft, sich am Kacken zu halten, ohne mir dabei zu nahe zu kommen. Und die anderen hatten ja keine Ambitionen, dem die Haare zu schneiden. Das hat uns sehr getrennt. Und als dann die Aktion auf der Bäckerfinker vorbei war, war ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um meine Wunden zu lecken, um dem Tito die Aufmerksamkeit zu schenken, die der dann auch für seine Heilung gebraucht hätte. Und so bin ich dann halt von der Insel weg und hab einfach ihn sein letztes halbes Jahr noch beim Sterben begleitet. Viel mehr habe ich da auch tatsächlich nicht tun können, außer meine eigenen Wunden auch zu lecken. Und dann kam der Tag, an dem ich mich gefühlt habe wie ein Verräter. Es war der Morgen, an dem ich es trippeln hörte und natürlich sofort hellwach war, weil ich wusste, der Hund ist auf dem Weg zur Tür, das heißt, er muss raus. Das fünfte Mal wahrscheinlich in der Nacht. Es war eine sehr stressige Zeit, weil der Tito halt auch immer mehr inkontinent wurde und seine Blase einfach auch immer weniger ausgehalten hat und der einfach sehr dann vor allen Dingen nachts pinkeln oft raus musste. Und ich teilweise 1 bis 2 Stunden Schlaf am Stück hatte und dann war es wieder, musste ich wieder raus.
Und dann steht der Hund vor der Tür und kriegt's nicht mehr gehalten. Und da wusste ich, wir fahren heute zum Tierarzt, wir zwei. Und ich wusste intuitiv, dass der Tito aus der Nummer lebend nicht rauskommt. Ich hatte vorher 2 Monate bei einem anderen Tierarzt in Behandlung, der einfach noch ein paar hundert Euro damit verdient hat, den Tito am Leben zu halten, obwohl der dasselbe gesehen hat, wie dann der Tierarzt, der ihn dann auch eingeschläfert hat. Der Hund ist am Ende. Ich kann das jetzt noch ein bisschen verlängern, aber der Hund leidet, weil der Organversagen hat. Und dann musste ich das Schlimmste in meinem Leben tun. Und meinen Hund einschläfern lassen. Und das hat mir so dermaßen das Herz gebrochen. Dass ich 9 Monate gebraucht habe, da ansatzweise mit fertig zu werden. Nachdem ich den habe einschläfern lassen, hat mich so eine Welle von Selbstvorwürfen selbst Mitleid zum Teil auch, wobei ich da nicht viel, das brachte mir nicht viel, das habe ich relativ schnell wieder abschalten können. Aber die Vorwürfe, die Schuldgefühle, die Vorwürfe mir selbst gegenüber, den Tito nicht mehr wertgeschätzt zu haben, als ich das sowieso schon getan habe. Mir war jeden Tag in diesen 12 Jahren bewusst, ich habe da so oft drüber gesprochen, und so oft Danke dafür gesagt. Mir war es bewusst, dass dieser Tag kommen würde. Und ich war jeden Tag dankbar dafür, dass heute noch nicht dieser Tag war. Aber an dem Tag, an dem der Tag da war, konnte ich nicht Danke sagen. Ein Teil von mir konnte Danke sagen für 12 wundervolle Jahre, und eine Erfahrung, die man mit Geld nicht kaufen kann, nämlich der Partner dieses Hundes zu sein. Ihr merkt schon, so ganz darüber weg bin ich auch noch nicht, ne? Wobei ich mich gerade frage, ob das jetzt im Moment auch nötig ist. Vielleicht ist das gerade gar nicht nötig, darüber weg zu sein. Was ich erzählen möchte, das war jetzt einfach nur die Vorgeschichte, damit ihr versteht, warum es überhaupt ein Problem für mich war. Und das ist für mich, ne, das, was ich jetzt sage, nicht einfach nur so, ja, musst du einfach so machen und dann hast du das Problem nicht mehr. Nope. Es ist eine simple Lösung, aber es ist nicht einfach, sie umzusetzen. Es ist aber auch nicht unmöglich, also mach's so gut du kannst und du wirst sehen, dass du immer schneller, immer besser wirst. Irgendwann nach 9 Monaten... hat mich eine Freundin gefragt, ob ich ihr helfen kann, mit dem Tod ihres Vaters umzugehen. Und da gab es mir die Möglichkeit, parallel das, was ich ihr sagte, mir selber anzuhören in Bezug auf den Tito. Das ist, warum das mit anderen immer so schön leicht ist. Wir sehen nicht nur die Fehler bei anderen, wir sehen oftmals auch die Lösungen. Checken aber nicht, dass das unsere Lösungen vor allen Dingen sind. Und wenn wir uns nicht beim Reden selber zuhören, haben wir keinen Zugang dazu. Danke fürs Melden, dass das hier, es sind gerade
so Anrufe, die kein Schwein annehmen will. Von irgendeiner Scammer-Firma, die meine Nummer bekommen hat. Danke vielmals an denjenigen, der es jetzt nicht. Und jetzt habe ich hier heute mehrfach am Tag das Telefon klingeln von jemand, der mich verarschen will. Und mir direkt im ersten Satz schon mich wissen lässt, dass das Anliegen, mit dem man an mich herantritt, offensichtlich nicht wahr sein kann, weil es um meinen Personalausweis geht, von dem ich seit 2009 keinen mehr habe. Der kann nicht missbraucht worden sein. Angeblich ruft mich hier Europol an, von ständig anderen Nummern. Und kommt dann, ja, das ist nice. Bestätigt aber trotzdem gerade, wovon ich rede. Was ich der Simone damals erzählt habe, und liebe Grüße und nochmal vielen Dank für diese Gelegenheit, weil ich mir dann halt eben beim Reden zugehört habe und das dann halt eben auch in Bezug auf den Tito, dann aber auch selber, dann allerdings sehr schnell anwenden konnte. Da war es dann wieder so, dass ich innerhalb einer halben Stunde meinen Frieden mit was gefunden habe. Als ich nämlich gemerkt habe, dass der Tod definitiv was anderes ist, als was man uns den verkauft. Vor allen Dingen nichts, was man unbedingt mit diesem trennenden Charakter in Verbindung bringen muss. Das ist nämlich genau das, wodurch das so schlimm für uns wird. Das so, wow, und jetzt ist er nicht mehr da. Und dann ist er, dann tun wir so, als wäre er nicht mehr da. Und genau das kann man sein lassen. Und wenn man das nicht macht, dann sind die noch da. Zwar nicht mehr physisch, aber der komplette Rest. Und in anderen Realitäten, sprich, wenn ich träume oder tagträume, ich kann das ganz bewusst machen. Wenn mir nach Tito ist, dann kann ich ihn Tito in unserem Raum treffen. Man kann ich ihn in den Arm nehmen und knuddeln. Und in dem Moment ist das für mein Bewusstsein völlig egal, in welcher Realität das stattfindet. Das Empfinden ist in vollem Umfang da. Und in diesem Moment vermisse ich den Tito nicht. Ich vermisse den Tito immer nur dann, wenn ich das vergesse, dass dieser Raum da ist, in dem, wo Tito und Bauchi draufsteht. Der Raum unserer Realität, unserer gemeinsamen Wahrnehmungsblase, der geistiger Natur ist, dem die Materie folgt. Und in dem Moment, wo ich mit meinem Bewusstsein in diesem Raum bin, ist die Materie, die ich empfinde, durchaus physischer Natur. Genauso physisch, wie etwas in einem Traum sein kann oder halt eben das ist ein Traum hier. Das ist leider nicht mehr. Es tut mir leid. Es ist leider nicht realer als ein Traum. Kann man da so, wir leben hier in einer virtuellen Welt oder das ist alles, das beschreibt alles dasselbe. Ist es ein Spiel, ist es ein Film, ist es ein Traum? Es ist jedenfalls nicht das, von dem wir früher immer gedacht haben oder zum Teil vielleicht auch jetzt noch denken, dem unterworfen zu sein. Das sind wir nur, wenn wir uns mit unserem Körper identifizieren. Aber wenn wir uns als das Bewusstsein identifizieren, das über Geist und Körper verfügt und die Möglichkeit, all diese Erfahrungen zu sammeln, dann ist auf einmal der Tito nicht mehr tot, sondern einfach woanders. Und dieses woanders, dieses Wort allein, dass der Tito nicht tot ist, sondern einfach woanders. Da habe ich auf einmal ganz schnell meinen Frieden damit gefunden. Weil das kannte ich. Da hatte ich super coole Erfahrungen zu, mit denen es mir überhaupt gar nicht schlecht gehen musste.
In den 12 Jahren ist es oft genug passiert, dass der Tito mal woanders war. Ob das Meter oder teilweise hunderte Kilometer weit entfernt war, spielte dabei überhaupt gar keine Rolle. Ob das für ein paar Minuten war oder einmal sogar tatsächlich über 4 Monate, die der Tito mal woanders war, spielt überhaupt keine Rolle. Zu jeder Zeit war es so, dass es mit mir okay war, dass der Tito woanders ist und dass ich ihn automatisch vermisst habe. Nach Minuten, Tagen, Wochen oder Monaten in der entsprechenden Intensität. Aber gleichzeitig, während er woanders war, war er ja aber auch immer da. Ich hatte ja keinen Gedanken von, die doch nicht mehr da, bla. Es war ja okay. Vor allen Dingen hat mir diese Option, diese Möglichkeit, der Umstand, dass der Tito gerade woanders war, für mich immer bedeutet, dass ich gerade Dinge tun kann, auf die ich sonst verzichtet habe, weil ich die mit Tito nicht so machen konnte. Es gab Orte, an die ich mit dem Tito nicht fahren konnte, weil der Tito da nicht willkommen war, weil da zu viele Katzen oder andere Hunde oder gar keine Hunde erlaubt oder was weiß ich, und dann bin ich da nicht hingefahren. Es sei denn, der Tito war gerade sowieso woanders und ich wusste, in guten Händen und beschäftigt. Und dann konnte ich auch mal da hinfahren. Ich war zum Beispiel auf Mallorca an sehr vielen Stränden nicht, weil der Tito da nicht willkommen war. Weil da Hunde nicht erlaubt sind. Boom. Dafür habe ich die geilen anderen Strände kennengelernt, die nicht so touristenüberlaufen waren. Das hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Und ich bin es halt eben gewohnt, mich auf die Vorteile zu konzentrieren. So, und um den Wiederholungseffekt da einzusetzen, und da weise ich auch einfach noch mal kurz auf mein letztes Buch hin und die Technik, die ich darin anwende. Tito ist woanders. 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 Bis ich es begriffen habe, dass er einfach nur woanders ist und nicht tot. Und wenn ich das beim Tito kann, dann kann ich das auf einmal bei jedem anderen Toten auch. Und dann ergeben gewisse Sachen auf einmal für mich ganz anderen Sinn, wie zum Beispiel, dass ich immer wieder auch die Geschichte erzähle, wie ich 2009 mit Lao Tse zusammen das Buch vom Universum geschrieben habe. Der da die ganze Zeit irgendwie... Es war halt einfach so, ich habe es so empfunden, als würde der da hinter mir sitzen und mir helfen, das Tao Te Ching einfach ein bisschen umzuschreiben und das Buch vom Universum daraus zu machen. In der vorliegenden deutschen Übersetzung des Tao Te Ching war ja der Geist Lao Tse's festgehalten. Der ist dann da verankert. Das ist, wie die Energie und Materie halt eben funktionieren, zusammenhängen. Ja, ich war also verbunden mit dem Geist des toten Lao Tse. Der mir dann halt wirklich, das war halt so, dass ich gesagt habe so, hey Alter, ich habe das Tao Te Ching immer wieder so als, ich habe das immer neben mir auf dem Sofa liegen gehabt, auf der Lehne, und habe dieses Buch immer wieder benutzt, um intuitiv darin zu lesen. Wenn ich irgendwelche Fragen im Kopf hatte, so, schlag das mal einfach intuitiv irgendwo auf und schau, was da steht. Und meistens, so, wenn ich auf der ersten, dann auf jeden Fall auf der zweiten Seite, habe ich was gelesen, wo ich, okay, gut. Hilft mir gerade auf jeden Fall mal weiter. War bei dem Buch halt eben sehr häufig und zunehmend häufiger. Und dann kam irgendwann dieser Film The Secret raus. Und als ich gesehen habe, wie
die das Universum beschreiben in diesem Film, nämlich als nicht personifizierte Entität, die keine eigenen Interessen hat, sondern deren Eigeninteresse aus allen Interessen besteht. Also im Prinzip genau das, was Lao Tse als das Tao beschreibt und dann da schreibt, und in Ermangelung eines anderen Namen nenne ich es das Tao, habe ich dann halt so gesagt, ey Bruder, wenn du gewusst hättest, dass dieser Film hier so, ne, und jeder das sieht und so greifbar dieses Universum, das du Tao nennst, und die nennen es einfach, hättest das Universum genannt. Und dann kam so mit so einem chinesischen Akzent eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, ja, Jung, ne, ich kann gerade nicht, aber du sitzt ja da und kannst das da gerade in deiner Realität manifestieren und in das Wort, in die Materie bringen. Damit fängt das immer alles an, ne? Manifestation. Aber ich helfe dir. Ja, und so war das dann auch. Dann habe ich die nächsten 4 Abende da gesessen und habe diese 81 Kapitel da umgeschrieben, einfach nur neu übersetzt. Ich musste da nicht eine Sekunde bei irgendwie überlegen. Oder es war einfach absolut klar. Vor allen Dingen war mir da von hinten irgendwie die ganze Zeit jemand... Dann war das. Ich musste nur tippen, mehr nicht. Ich musste nur meine Finger zur Verfügung stellen, weil ich mit diesem Toten in Verbindung gestanden habe. So, und genau so kann ich jetzt mit meinem toten Tito in Verbindung stehen, weil ich diese Trendlinie nicht mehr ziehe. Weil ich einfach dieses Ding weggemacht habe. Das mit dem Ableben von irgendjemandem, der dann weg ist. Dieser zusammen, der existiert für mich nicht mehr. Den habe ich aufgelöst. Da ist jemand abgelebt, der ist woanders. Aber für mich immer noch erreichbar mit meinem inneren iPhone. Das phonen kann, mit wem er will, solange der Kanal offen ist. Gibt Leute, die kann ich gerade nicht erreichen, weil die von mir nichts wissen wollen und Stecker ziehen wir, nee, im Bauch, weil wir keine Verbindung haben gerade. Was ich völlig legitim finde. Das sollen die bitte auch genauso halten, weil alles andere wäre unklug. Ich habe das ja genauso. Mich können auch gewisse Leute gerade nicht erreichen, weil ich gerade, nö, danke. Nein, blockieren lieber, weil tut mir gerade nicht gut. Lenkt mich gerade völlig von mir selber ab und macht mich gaga oder so. Ne? Und ja, ich reite nochmal drauf rum wegen der Repetitio. Woanders. Nach dem Leben ist man nicht tot, sondern woanders. Diese kleine Einstellungsänderung in unserem Menü, da musst du einfach muss man ins Menü gehen, in der Einstellung, dann guckst du, wo das da ist, hier, was steht da bei mir, wenn jemand tot ist, wenn jemand physisch abgelebt hat, so, der ist tot. Okay, da den Cursor hinsetzen, tipp, weg, zurück und woanders. Este hombre está woanders. Nicht tot. Weil tot als Wort für uns irgendwie so komisch definiert ist, dass das nur wehtun kann. Oder eine Erlösung sein kann, wenn der Feind tot ist und ich endlich meine Ruhe habe oder sonst irgendwas. Wie geil ist das, wenn ich auch den Feind nicht töten muss, sondern weiß, der ist einfach gerade woanders. Das führt bis hin dazu, dass ich den physisch gar nicht mehr töten muss, damit er woanders ist. Weil wir das Ding umdrehen und von der anderen Seite angehen und dann wird da auch wieder, dann wird da was draus. So, wir sind hier bei einer halben Stunde. Ich sagte schon, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, aber ich halte es trotzdem so kurz, ich kann. Ich könnte da noch viel, viel mehr drüber erzählen. Lasst mich bitte einfach wissen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann mache ich da gerne auch Videos zu oder erkläre Sachen immer gerne genauer, weil ich auch hier mir beim Reden zuhöre. Ich rede hier gerade nicht mit euch. Das ist vor allen Dingen immer noch mein Selbstgespräch, was ich hier führe.
Ich werde hier auch mit jedem Wort immer wieder noch überrascht, teilweise. Also ich bin kein Guru. Ich habe hier nichts zu verkaufen. Ich denke hier auf diesem Kanal einfach nur laut. Und guck, was ich daraus machen kann. Wird auch oft sehr missverstanden, weil die Leute meinen, ich würde diesen Kanal betreiben, um irgendwen zu belehren. Ja, denkt es halt einfach weiter. Ich kann euch ja nicht dran hindern. Also, ja. Tschüss, meine Freundin. Und egal, wo ihr gerade seid, seid euch bewusst, dass ihr für mich auf jeden Fall auch woanders seid. Tot oder lebendig, spielt aber keine Rolle. Wie weit entfernt, spielt keine Rolle. Wie lang, spielt keine Rolle. Aber wir können ja miteinander reden, oder? Das könnt ihr auch mit euren Toten, wenn ihr das endlich mal einfach tut und für bare Münze nehmt, was dann so an Antworten kommt und bla. Ne, es gibt genug Leute, die das können. Und das sind nicht einfach irgendwelche Spinner. Die nutzen einfach eine Möglichkeit, die andere nicht nutzen. Denkt mal drüber nach.